Also wie man sieht, es nähert sich zu Wien. Wie weit es noch jetzt sein kann, schwer zu sagen. Ja, weil die Ränder dieser Staubwolke sind natürlich von der Nähe durchsichtig, beziehungsweise erst bei einer Entfernung war man eine Verschleierung der Luft oder Erniedrigung der Durchsichtigkeit. Also es könnte sein, dass der Rand von der Staubwolke zum Beispiel 1 Kilometer breit, wenn man mittendrin steht, man gar nicht wahrnehmen kann. Aber dann wird immer dichter, dichter, dichter. Dann in Mittel, diese Staubwolke könnte schon relativ schlechte Durchsichtigkeit herrschen. Wie groß die Wolke ist, schwer zu schätzen. Auf jeden Fall, wie ich von Handelsgei Richtung Norden, Gelbe Brücke, losmarschiert bin, habe ich so geschätzt, die Entfernungen ja, um die 50 Kilometer, plus minus 10 Kilometer. Jetzt kommt man schon vor, dass das langsam in Wien reinfliegt. Was das für Auswirkungen haben wird, auch schwer zu sagen. Ob das jetzt da über Wien nur durchfliegt und weiter Richtung Süden, Osten, also entlang der Donau fliegen wird, oder ob davon was in Wien runterkommt, so dass man wiederum Stauballergie kriegt. Ja, wissen wir ja, was ich damit meine. Ja. Naja, momentan spürt man noch nicht so viel, also man nimmt immer noch feuchte Luft, keine irgendwelche Stäube in der Luft wahr. Aber wenn das voll reinfliegt und einiges davon runterkommt, dann wird man sofort die Stäube merken.